Willkommen zu einem neuen Part von Isaac. So, ich glaube, heute haben wir den letzten Tarnischt-Schar vor uns. So, mit euch haben wir allen schon mal. Genau, Tarnischt-Keeper. Warum speichert das nicht? Okay. Er hat ein Herz. Er hat einen 5er-Shot. Turnover. Spawns a shop based on the current rooms type. Okay. Okay, und das ist wie bei Tainted Keeper. Also behaupte ich mal, wir wollen mit ihm auf jeden Fall auch Tiers-Ups haben. Okay, was war das? Er hat relativ normale Shops. Okay. Wenn ich eine gewisse Anzahl von Münzen aufgesammelt habe, kriege ich ein extra Herz. Was dann in 1000 Münzen zerspringt, wenn ich getroffen werde. Wir können ein halbes Münzenherz mit ihm haben. Crazy. Okay. Verstehe ich noch nicht ganz, was bei ihm Sache ist. Münzen? Münzen. So, das nehme ich nicht mit. Jetzt steht da oben 10. Brauche ich jetzt 10 Münzen, um hier was zu spawnen. Ich bin so hart verwirrt. Ich bin so hart verwirrt. Die Sache ist halt auch, wie komme ich denn an Items mit ihm? Ich komme ja anscheinend nur an Items,
wenn ich mir die spawne. Aber dann brauche ich auch noch genug Geld, um die kaufen zu können. Was? Sogar Trinkets? Und da geht mein ganzes Geld wieder hin. The fuck? Okay, er ist auf jeden Fall anspruchsvoller als Tainted Keeper. Ich krieg auch keine Schlüssel oder so. Ich krieg ja gar nichts. Und sobald ich getroffen werde, verliere ich halt so viel. Wie soll das denn funktionieren? Jetzt habe ich gar kein Geld mehr. So, jetzt nehmen wir das. Ja, aber da habe ich kein Geld für. Komm, ich will wenigstens irgendein Item haben. Ich habe keinen Schlüssel, ich habe nichts. Hä? Verstehe ich noch nicht ganz. Vor allen Dingen, alles wird ja zu Münzen. Wie komme ich denn mal an irgendwelche Consumables an? Ich muss doch auch irgendwie mal an Schlüssel oder sowas kommen. Ich verstehe es nicht. Und der Schlüssel wird zu Geld.
Jetzt mal ganz ehrlich, wie soll ich das denn machen? Wenn ich nicht mal die Chance habe, irgendwie an Geld zu kommen. So, jetzt habe ich wieder... Wir nehmen den mal mit. So, jetzt schauen wir mal in den Goldraum. Anima Sola wird zu Geld. Okay. Verrückt. Einfach nur verrückt, der Char. Münzen. Oh, das ist so dumm. Sobald ich getroffen werde, ist das ganze Geld weg. Das ist so dumm. Okay, was wir machen können, konnten da oben eventuell, ne, weißt du, was wir machen? Wir kaufen die Bombe und das war ein Fehler, weil der Schlüssel ja zu Geld wird. Aber egal, wir kaufen den Schlüssel. Boah, das ist, da muss ich mich... Wie bei den anderen Tarnished Chars, da muss ich mich echt dran gewöhnen. So 10 kostet hier ein Item. Wow. Das heißt noch nicht mal, dass man ein Item garantiert kriegt. Es spawnt einfach nur ein Shop in dem Raum. Kann ich das hier auch machen? Okay, wir müssen testen. Und du willst mit ihm auf jeden Fall nie getroffen werden. Weil du sonst dein ganzes Geld verlierst. So. Aha. Hier kommen auch ganz normale Gegenstände. Fuck. Der Fünfer wäre so gut gewesen. Stirb.
So, gehen wir hier rein. Nehmen das mit, das wird zu Geld. Alles klar. Wir haben Geilo. Nehmen wir die Bombe mit? Nehmen wir den Secret Room mit, oder? Ja, würde ich sagen. Fuck. Ich wurde getroffen. Nicht gut. Ah, fuck. Falscher Knopf. Das ist alles ganz schön mies, muss ich ehrlich sagen. Mann. Du wirst halt so extrem bestraft, wenn du getroffen wirst. Weil du dir halt dann nichts mehr kaufen kannst. Du hast einfach dann kein Geld mehr für irgendwas. Wir müssen noch einen Raum machen, um Geilo aufzuladen. Schon. Keine verdammte Münze bekommen hier in dem Raum. Ernsthaft. Oh mein Gott. Ey, und dann... Das ist nicht euer Ernst. So, rein theoretisch muss ich jetzt hier spawnen, damit ich gleich mal irgendwie an einen Schlüssel komme. Weil das, was wir brauchen, damit er stark wird, ist einfach, ich brauche Tiers ab. Ansonsten wird es so schwer. Ach du Scheiße. Gar kein Fan von denen. Vor allem nicht, wenn ich so einen Char habe, der so schnell stirbt.
Okay, nehmen wir das mit. Kann ich vielleicht irgendein gutes Item mal kriegen? Ist doch nicht euer Ernst. Okay, wir haben 11 Cent. Wir brauchen aber mehr für den Goldraum. Ja, super. Nee, wir brauchen gar nicht. Wir können so machen. Und dann verlieren wir alles wieder. Consumes pickups and trinkets in the room. Kann ich mir eh nicht leisten. Komm schon, Shop, hab irgendwas für mich. Yay, du hast nichts für mich, cool. Also Move, Attack, Profit, Spend. Aha. Wir nehmen die Bombe noch mit. Und dann hoffen wir, dass die nächste Ebene einfach besser wird. Ach shit. Ich hätte die Bombe auch einfach mal unten bei dem Tinted Rock benutzen können. Einfach um zu gucken, was passiert. Ah, ja. Wir heben das Geld erstmal auf und versuchen weiter nicht gehittet zu werden. Mache ich den Boss oder... Hey, komm. Wir versuchen es, ohne gehittet zu werden. Dann kriegen wir einen Devil Deal und dann kriegen wir Twisted Pair. Komm schon. Ach ja, stimmt, das geht ja weg. Oh, das wäre halt auch so gut. Nein! Warum nimmt er es mit? Da stehst du in dem Active Item drinne. Plan C, oh mein Gott.
soll ich denn damit? Nee, wenn, dann gucken wir mal, dass wir ein Boss-Item kriegen, irgendwas. Ich glaube, bei Boss-Items ist es wahrscheinlicher, dass wir ein Tiers abbekommen. Glaube ich jedenfalls. Wir nehmen das einfach mit und gehen weiter. Boah, ich darf bloß nicht auf mein Active-Item drücken. Das wäre so schlecht, wenn ich Plan C jetzt aktiviere. Komm, kannst du mal... Dankeschön. Komm hier. Hehehe. Okay, wir haben einen Schlüssel für den Goldraum. Weil Goldraum immer wichtig. Fuck. Kriegen wir halt auch Geld. Ich habe eigentlich gedacht, dass hier noch so ein paar Würmchen aus dem Boden kommen. Ich bin auch zu langsam, um die Münzen aufzusammeln. Genau. Das war schon mal gut. Okay. Haben wir schon mal ein bisschen Geld zusammen. Ach du Scheiße. Secret Room. Was ist das denn? Aha. Warte, wie war das? Hold? Okay, irgendwie, ich habe es mir nicht genau durchgelesen. Ich hätte es in Ruhe lesen sollen. Irgendwie kann ich jetzt alles öffnen, wenn ich irgendwas mache. Fuck, der Fünfer.
Okay. Okay, weg von mir. Kann das Spiel nicht so cool sein und mir endlich mal ein Tiers abgeben? Gib mir den. Okay. Ich diese Spinnen hasse. Oh, es war so klar, dass sie mich treffen. Oh mein. Was bleibt mir anderes übrig? Ich muss ja Räume machen. Ich muss ja gucken, dass ich an Geld komme. Okay. So, wir machen erstmal den Boss. Und dann gucken wir, ob wir uns noch ein Goldraum-Item holen oder im Secret Room nochmal oder... Ach du Scheiße. Das kann ja jetzt Jahre dauern. Dafür hätte ich jetzt gerne eine Bombe. Ja, alles klar. Okay. Oh mein Gott. Ich werde all mein Geld verlieren. Da wäre das Tiers ab, was ich haben will. Tiers ab. Okay. Mir habe nicht wirklich viel gebracht, das Tiers ab.
So, was will ich machen? Ich will nur mal im Secret Room versuchen. Also, warte, was? Hold the drop button to use. Aha. Das bringt mir alles nichts. Ja, gib mir einen Schlüssel mit. Bin fast tot. Boah. Das wird so ekelhaft mit ihm. Oh, Curse of the Maze. Okay. Ich würde gerne zum Startraum. Und tschüss. Fuck. Lass mich doch in den Secret Room. Sieht man auch mal irgendwie geile Sachen hier? Okay, das ist so ein Einmalschlüssel, der alles öffnet. Every time I go into this. Keeper can gain. Okay. Bringt mir auch nicht viel. Sammel das doch alles ein. So. Wie soll ich mit ihm irgendwann schnell genug sein, um Boss Rush und so zu erwischen? Ich brauche jetzt ja schon Ewigkeiten. Hier ist er. Wow. Wow. Dass die Münzen dann auch immer direkt auf Null fallen, wenn man getroffen wird. Ach Mann.
Okay, der Raum hat ein bisschen Geld gegeben. Hätte ich nicht Curved Horn so mitnehmen können. Gehe ich zum... Ja komm, wir gehen zum Boss rein. Und ich weiß jetzt schon, dass ich hier von irgendeiner Scheiße getroffen werde. War das knapp. So. Okay. Devil Deal. Ja. Ist eigentlich recht solide. Finde ich eigentlich gut, die Spectral Tears. So. Das hat sich nicht gelohnt. Und ich glaube, das hat sich auch nicht gelohnt, ne? Nee. Wir nehmen mal die zwei Bomben und wir nehmen uns noch einen Schlüssel von oben mit. Oder weißt du was? Wir nehmen uns einfach beide Schlüssel mit. Und dann hoffen wir einfach mal, dass wir mal irgendwas kriegen, womit wir Damage machen. Wir haben den Boss noch nicht, ne? Doch. Stimmt. Stimmt, den haben wir ja. Den haben wir doch gerade gemacht. Okay. Wenn wir auf der Ebene nicht stark genug werden, sehe ich kein Szenario, wie ich Mom besiegen soll. Und tschüss, Geld. Ganz vorsichtig hier. Gefährlicher Raum. Wir nehmen dich mal mit. Einfach als kleine Damage-Unterstützung. Mein Gott, ich finde aber jetzt auch die Secret-Räume. Was ist das für ein komischer Kreis um mich rum?
weiß ich nicht, ob ich meinen Schlüssel und so dafür ausgeben sollte. Die Frage ist, wenn ich die Fool-Karte finde, die ja hier auf der Ebene ist, verwandelt die sich dann auch in Geld? Kommt man überhaupt so easy mit ihm zu Beast? Hatte ich komischerweise irgendwie einen Holy Mantle, von dem ich nichts gecheckt habe? So, das interessiert mich jetzt. Alter. Das heißt, wenn du zu Beast willst, musst du dir da schon vorher Gedanken machen. Ja, danke. Und gucken, dass du vorher irgendwie eine Teleportationskarte kriegst. Warum? Dann sei wenigstens so cool und gib mir Steam Sale. Natürlich nicht. Warum sollte er mir sowas wie Steam Sale geben? Okay, wir haben unglaublich viel Geld. Was machen wir? Spawnen wir nochmal ein paar Items im Goldraum. Würde ich sagen, in der Hoffnung, dass da vielleicht irgendwas Cooles bei rauskommt. Und dann gehen wir einfach zum Boss. Und gehen. Boah, das wird so ekelhaft jetzt beim Bosskampf. Da ist das ganze Geld weg. Ich mache halt auch einfach gar keinen Damage. Ja, super. Okay. Tarnished Keeper. Boah, hart. Ich meine, man muss einfach Glück haben, also das Wichtige anscheinend nicht treffen lassen. Und da muss man Glück haben, wenn man sich die Items spawnt, dass man da was Gutes hat und nicht 5000 Mal... Ja, kannst ja gar nicht. Du kannst ja nicht so oft rerollen und neu spawnen lassen. Du brauchst ja dann auch noch Geld, um die Scheiße zu kaufen. Boah, hart. Nun gut, jetzt haben wir uns alle Tarnished Chars mal angeguckt. Ich werde mir jetzt einfach mal... Ich habe sie mir angeguckt, ich habe meinen ersten Eindruck zu denen gehabt. Ich werde mir mal Videos angucken
wie man sie spielen sollte, was so die Sachen von ihnen sind. Bei manchen, ich hab's nicht verstanden. Tarnished Maggie, der Horror. Tarnished Samson, ja, okay, es geht. Ja, und dann werden wir anfangen, alles mit ihnen abzuschließen, was die Hölle wird. Nun gut, Leute, ich würde sagen, das war's für heute. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Part auch wieder mit reinschaut. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und dann sage ich mal, bye bye.